Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir den beste Stereoanlagen mit LAN im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen beste Stereoanlagen mit LAN im Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Pioneer Netzwerk CD Receiver. Das LIADA-System ist eigentlich ein CD-Receiver, da es keine Lautsprecher gibt. Das Gerät verwendet eine Ausgangsleistung von 65 Watt pro Kanal und es stehen umfangreiche Streaming- und Verbindungsoptionen zur Verfügung. Vire Connect wird zusätzlich zu Google Cast, Tunen oder sogar WLAN und Bluetooth-Verbindungen unterstützt. Es stehen ebenfalls zwei USB-Anschlüsse zur Verfügung, so dass Sie Inhalte direkt vom Stick abspielen können. Umzug auf Nummer 4. Haben wir die ONE Concept Streamo Stereoanlage. Das ONE Concept D-Sichen ist eine äußerst kostengünstige Stereoanlage mit LAN, die sich dennoch durch eine hervorragende Ausstattung auszeichnet. Die Musikleistung ist mit 210 Watt nur durchschnittlich und es gibt auch keine LAN-Verbindung. Aber die Ausstattung ist außergewöhnlich. Neben LAN gibt es einen CD-Player, Bluetooth, DAB+ und eine AUX-In-Verbindung sowie ein Farbdisplay. Auf Platz 3 haben wir die Denon CN10 Kompaktanlage. Wenn Sie nach einer wirklich kompakten Mini-Stereoanlage mit LAN suchen, die mit Lautsprechern ausgestattet ist und eine sehr gute Musikeffizienz bietet, kommen Sie mit dem Denon D-Sichen voll auf Ihre Kosten. Bezüglich des Preises handelt es sich um ein größeres D-Sichen. Jedoch sprechen die Ausgangsleistung von 2x65 Watt und die tollen Geräte für sich. Im Allgemeinen ist das Modell gut verarbeitet und verfügt neben LAN über zwei optische Eingänge und zwei Lautsprecher. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Imperial 22-235-00 Dapman i200. Wenn Sie nach einer relativ kostengünstigen Stereoanlage mit LAN suchen, könnte das kompakte System mit Lautsprechern von Imperial für Sie von Interesse sein. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist großartig und die Geräte sind auch ausgezeichnet. Das Gerät ist LAN und LAN-kompatibel, verwendet DAB und FM-Radio und verfügt über einen integrierten CD-Player, da die Stereoanlage tatsächlich Bluetooth enthält. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Harman Digitalhilfe. Das Harman-Modell hatte die Fähigkeit, sich als die beste Stereoanlage mit LAN zu etablieren. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend, da das System nicht nur gut gemacht, sondern auch sehr gut gerüstet ist. Bitte beachten Sie jedoch, dass es sich um einen Hilfetuner handelt. Sie benötigen ebenfalls entsprechende Lautsprecherboxen. Zu diesem Zweck werden zusätzlich zu einem analogen Kinch-Ausgang und einem Klinkenausgang ein optischer Ausgang angeboten. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht, unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.